Ich bin Julia Klima, ich bin 31 Jahre alt. Ich habe mich für Albanien entschieden, weil ich ursprünglich eigentlich nach Afrika gehen wollte, aber das mit Covid schwieriger gewesen wäre. Und ich mir dann gedacht habe, ich kenne diesen Teil von Europa gar nicht. Die ganzen Balkanländer sind sicher extrem spannend und obwohl man nur eine Stunde oder eineinhalb Stunden herfliegt, ist es eine ganz andere Welt, eine ganz andere Kultur. Und mittlerweile bin ich sehr, sehr froh, dass ich nach Albanien gekommen bin. Hier ist es eine sehr ehrliche Freundlichkeit, eine richtige Warmherzigkeit. Und egal, was ich gebraucht habe, ich habe immer Hilfe und Unterstützung bekommen von den anderen Mitarbeitern, aber auch von Fremden. Und die Leute sind einfach viel, viel hilfsbereiter und auch interessierter an anderen, als ich das jetzt aus Österreich kenne. Meine Lieblingsaufgaben in Arameras, auf jeden Fall mit den behinderten Menschen zu tanzen, weil man einfach merkt, wie viel Spaß ihnen das macht. Und auch ich hatte sehr, sehr viel Spaß dabei. Ballspiele, die wir gemacht haben, oder auch jetzt vor kurzem haben wir mit Ton gearbeitet. Das war auch für mich was Neues und das hat auch mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe eigentlich nie mit behinderten Menschen zu tun gehabt und hätte mir eigentlich nicht gedacht, dass mir das so viel Spaß macht und dass man auch so viel zurückbekommt. Ja, ich finde, es ist eine sehr, sehr wertvolle Aufgabe und man nimmt halt irrsinnig viel für sich selber mit. Ich würde einen freiwilligen Einsatz in Albanien auf jeden Fall empfehlen und zukünftigen Freiwilligen raten, dass sie sich nicht nur auf andere Kontinente fixieren, sondern eben auch auf europäische Länder wie Albanien, weil es eben auch was ganz anderes ist, obwohl man nur eine Stunde herfliegt. Man ist einfach in einer anderen Welt, es ist eine andere Kultur und ja, ich fühle mich hier einfach extrem wohl und ich glaube, dass jeder, der hier herkommt, sich genauso wohlfühlen wird.